Liebe Leute, ich jetzt ist das Übliche erstmal, dass ich um mich gucke, ob alle da sind und ob ich in die richtige Richtung gucke. Diejenigen, die online dabei sind, merken schon vielleicht, dass meine Blickrichtung sich jetzt teilen muss, weil ursprünglich war geplant, gedacht aus Erfahrung, dass bestimmt alles in der Richtung stattfinden wird, aber ein gerade über Berlin hereinbrechender, keine Ahnung, Schneesturm hat jetzt doch dafür gesorgt, dass die meisten sich hier drinnen befinden und also ich gucke jetzt manchmal ein bisschen bange in die Richtung. Es bildet sich eine Schneeschicht, aber wir werden das alles hinbekommen. Bevor ich starte, würde ich mich freuen, dass die Akteure ein bisschen vielleicht sich sortieren. Lieber Meinrad, wäre es möglich, dass du auf diese Seite, ja, da hinter diese Scheibe, Henning, und Martin bitte auch, wenn es möglich ist, damit diejenigen, die online dabei sind, auch euch kurz sehen. Ich muss kurz... Sind zu sehen? Wunderbar, genau. Also ihr könnt euch dann auch gerne wieder woanders hinbegeben, aber ihr müsst da bleiben. Und der vierte Akteur, der gleich hier auftreten wird, der hier eine große Rolle spielt, tritt gleich an meine Stelle. Gut. Also, lieber Meinrad Morger, lieber Martin Klein, lieber Henning König und lieber Andreas Rubi, liebe Freunde der Galerie, sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie und euch recht herzlich zur Eröffnung der Ausstellung Morger Partner, was war, was wird. Ich freue mich sehr, dass wir heute Abend diese Ausstellung gemeinsam eröffnen. Gemeinsam heißt natürlich nicht nur, dass ihr die Gäste hier seid, sondern vor allen Dingen, dass die eben die drei genannten, Martin, Henning und Meinrad, die Reise angetreten haben unter den Bedingungen, wie wir sie heute haben, denn was wäre eine Ausstellungseröffnung ohne die Anwesenheit der Verfasser? Herzlich willkommen also nochmal an euch in Berlin. Kleiner Applaus. Damit wir das, was wir sehen, besser verstehen und eine Idee davon erhalten, haben wir wie immer einen Gast eingeladen, der uns ein paar Stichpunkte aus seiner Perspektive mit auf den Weg gibt. Und in diesem Falle passt das besonders gut, weil der Gast zugleich der Kurator der Ausstellung ist. Lieber Andreas Rubi, auch dir ein herzliches Willkommen hier in der Galerie. Bevor ich das Wort gleich an dich übergebe, möchte ich wie gewohnt ein paar Stichpunkte zur Ausstellung aus meiner Perspektive machen. Einige von Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, erinnern sich vielleicht daran, dass das Büro Morger bereits einmal in der Galerie zu Gast war. Das war Anfang 2013, damals hieß das Büro Morger Detli, und verwandelte die Galerie in einen atmosphärischen Satelliten des Projektes Trankauner. Ein Foto dieser Ausstellung befindet sich auch in der Broschüre, die letztes Jahr zum 20-jährigen Galeriejubiläum entstanden ist und das inzwischen in die Sammlung des Deutschen Architekturmuseums aufgenommen wurde. Also daran erinnert sich vielleicht der eine oder die andere ganz gut. Vermutlich aber erinnert sich keine von Ihnen, außer vielleicht den Beteiligten, daran, dass Meinrad Morger davor auch schon mal mit seinem Büro in der Galerie zu Gast war. Damals gab es die Galerie noch nicht in Berlin. Das war nämlich 1998. Ich musste wirklich heute noch mal in dem Archiv nachgucken, weil über so einen langen Zeitraum konnte ich mich nicht mehr genau daran erinnern. Meinrad, ihr habt
damals mit Heinrich Degelow die zweite Ausstellung überhaupt gezeigt, die ich organisiert habe. Und zwar mit Architekturfotografien von Rüdi Walti, die heute, so meine ich, eigentlich wie selbstverständlich daherkommen, die aber damals, erinnere ich mich, doch eine sehr außergewöhnliche Bildsprache darstellten und eigentlich für mich so ein bisschen auch Meilensteine der Architekturfotografie waren. Ich berichte berichte nicht von der Vergangenheit, um darin zu schwelgen, sondern vielmehr denke ich, dass diese Information eine kleine Vorabinformation dazu ist, um das, was in der Ausstellung zu sehen ist, vielleicht noch ein bisschen besser zu verstehen. Und mehr dann dazu wird ja Andreas auch gleich berichten. Denn neben allen anderen Fragestellungen zur zeitgenössischen Architektur ist es für mich immer auch interessant zu sehen, wie ein Architekturbüro überhaupt entsteht, wie es seine Themen findet und im besten Falle eine gewisse Relevanz entwickelt und diese über Jahre oder womöglich Jahrzehnte, in diesem Fall Jahrzehnte, aufrecht erhält. Denn wir alle wissen, ich sage da nichts Neues, muss nicht mehr detailliert darauf eingehen, aber die Rahmenbedingungen, die Aufgaben und der Stellenwert von Architekturproduktion ändern sich natürlich permanent und vor allen Dingen immer schneller. Und das bedeutet grob gesagt, dass sich auch die Akteurinnen ja eigentlich ständig erneuern müssen, so sie denn das Ziel haben, relevant zu bleiben. Diese Herausforderung gilt umso mehr für Architekturbüros oder im Allgemeinen Akteure in diesem Bereich, die am Beginn ihrer Karriere ikonografische Werke geschaffen haben oder herausragende Beiträge zu speziellen Fragestellungen ihrer Zeit geliefert haben, wie etwa, das muss ich doch noch mal 20 Jahre zurückgehen, wie zum Beispiel Meinrad Morgan Heinrich Degelow seinerzeit unter anderem mit dem Messeturm in Basel und dem Kunstmuseum in Vaduz. Diejenigen von Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, die öfters hier zu Gast sind, wissen auch, dass die Galerie eine Plattform für ganz unterschiedliche Positionen und Denkhaltung ist. Also darunter gibt es etablierte Büros, darunter gibt es junge Positionen. Zum ersten Mal aber thematisiert ein Büro den, sagen wir, internen Generationswechsel, der aktuell ja bei vielen Kolleginnen stattfindet selbst. Interessant finde ich die Frage, die in einem solchen Prozess stattfindet und die inhaltliche Justierung mit sich bringt, auch inwieweit kann es gelingen, sozusagen trotz sich ändernder äußerer und interner Parameter eine kontinuierliche Arbeit zu entwickeln? Oder vielleicht ist das gar nicht mehr so wichtig, vielleicht auch. Vielleicht ist es viel mehr wichtig, dass Büros und Akteurinnen heutzutage eine, sagen wir, gewisse Elastizität mitbringen. Wie auch immer, in jedem Fall ist damit verbunden die Frage, also wie sich Büros entwickeln, erneuern, welche Rolle Architektinnen in Zukunft in unserer Gesellschaft überhaupt spielen, ob sie eine nennenswerte spielen oder vielleicht nur Nischen bedienen. Darüber lässt sich noch ganz viel berichten, aber ich möchte es an dieser Stelle dabei bewenden lassen, denn dieser Fragestellung werden wir sicherlich während des Ausstellungsgespräches am 24. Februar nachgehen und außerdem möchte ich nicht den Ausführungen von Andreas Ruby vorgreifen. Bevor ich das Wort an dich, lieber Andreas, übergebe, möchte ich mich noch bedanken. Zuerst natürlich bei Morga Partner dafür, dass sie die Einladung angenommen haben, dass sie diese bemerkenswerte Ausstellung entwickelt und realisiert haben. Und ich habe eben schon die drei Namen genannt, des Gründungspartners und der Partner. Aber so ein Projekt entsteht natürlich immer unter der Mitwirkung von vielen Beteiligten. Und deshalb möchte ich an dieser Stelle ganz besonders Marion Plassmann denken, mit der ich seit, glaube ich, einem Jahr in etwa zu tun habe. Und Jean-Dan. Jetzt Leonardis.
Ja, der gestern hier noch ganz aufmerksam den Aufbau der Ausstellung betreut hat. Weiterhin und last but not least bedanke ich mich natürlich auch bei den Förderern der Ausstellung, ohne deren Unterstützung die jahrelange Arbeit der Galerie in dieser Form nicht möglich gewesen wäre. Und ich bedanke mich natürlich auch bei euch allen für das Kommen. Also wir haben ja, glaube ich, heute wirklich wir haben seit 2 Jahren eine besondere Situation. Heute Abend kommt noch das Wetter zu. Trotzdem freue ich mich, dass alle so zahlreich da sind. Es hat auch inzwischen aufgehört zu schneien. Und ich bedanke mich natürlich auch dafür, dass ihr die Corona-Regeln strikt einhaltet. Andreas, nun zu dir. Du warst ebenfalls hier schon einmal zu Gast vor langer Zeit und ich freue mich, dass es nun, ich glaube auch nach ungefähr gefühlten 10 Jahren erneut geklappt hat, dass du hier uns deine Gedanken darlegst. Kurz zu dir. Nachdem du dich als Architekturkritiker und Redakteur etabliert hast, hast du 2008 zusammen mit Ilka Rubi den Verlag Rubi Press gegründet und seit 2016 bist du Direktor des Schweizerischen Architekturmuseums in Basel. Neben vielen Projekten, Ausstellungen und Büchern, die aktuelle Fragestellung der zeitgenössischen Architektur thematisieren, hast du bzw. habt ihr auch zu namhaften Büros publiziert, wie MVRDV, Lacaton Vassal, EM2N und so weiter und so fort. Und ich könnte mir denken, dass dabei sicherlich auch die Fragestellung der Ausstellung, nämlich was war, was wird, mitunter eine wichtige oder interessante Rolle gespielt hat. Insofern bin ich gespannt, was du uns zu berichten hast, wie es zu diesem Projekt, zur Zusammenarbeit mit Morga Partner gekommen ist und wie deine Perspektive zum Thema der Ausstellung ist. Vielen Dank. Okay, herzlich willkommen, verehrte Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass Sie und ihr euch durch diese meteorologische Begrüßungsgeste Berlins an Basel gekämpft habt, das Wetter heute Abend, und trotzdem in die Ausstellung gekommen seid. Das ist ja für Berlin jetzt doch ein zünftiger Winterabend. Diese Ausstellung ist, finde ich, was Besonderes, deswegen, weil sie ein Thema aufgreift, mit dem wir uns als Gesellschaft schwer tun, nämlich das Altern. Wir versuchen eigentlich die ganze Zeit jung zu bleiben. Oder wir haben alle möglichen kosmetischen Applikationen, um den unaufhaltsamen Prozess, dass wir älter werden, die ganze Zeit zu kaschieren. Und in der Architektur ist das ein großes Thema, das Älterwerden. Man spricht von dem Altern von Gebäuden. Und ich bin ja kein Architekt und ich habe das, was ich von Architektur kenne, eigentlich von Architekten kennengelernt. Und ich fand irgendwann mal gut die Formulierung, da hat mir ein Architekt gesagt, das Gebäude ist gut gealtert. Das fand ich eine schöne Formulierung. Das zeigt also auch, es gibt auch ein schlechtes Altern. Und dann merkt man natürlich, dass das heute ein ganz wichtiges Thema ist, weil wir uns, nachdem wir ein Jahrhundert lang gedacht haben, dass man Erneuerungen der Architektur im Wesentlichen nur durch Neubau erreichen kann, jetzt stärker vergegenwärtigen, dass der Umbau das vielleicht nachhaltigere Prinzip von Innovation in Architektur und Gesellschaft ist. Also das Bauen im Bestand ist eine ganz wichtige Sache geworden, ist eine etwas staubige Formulierung. Aber wenn man so in der eigenen, in dem eigenen Musée Imaginaire der Architektur, das man mit sich herumträgt, so nachkramt, wird man wahrscheinlich feststellen, dass ganz viele besondere Gebäude, die einem besonders gut sind, heute eigentlich nicht mehr in ihrem Originalzustand erhalten sind, sondern umgebaut worden sind. Die wenigsten Gebäude bleiben so, wie sie mal gedacht und gebaut worden sind, sondern in der Regel werden sie eigentlich weitergebaut. Aber immer noch haben wir Schwierigkeiten, das Weiterbauen als den Normalzustand der Architektur zu begreifen. Wir gehen immer noch davon aus, dass ein Gebäude eigentlich so etwas wie eine Essenz hat, die im Moment ihrer originellen Übergabe vom Architekten an die Nutzer ihren Zenit erreicht. Und danach, so beschrieb das Woody Allen mal über seine Filme,
geht es nur noch bergab. Also Woody Allen meinte so, der Höhepunkt, wo er das Gefühl hat, der Film erreicht sein absolut höchstes Potenzial, ist eigentlich in dem Moment, wo er sich den Film vorstellt. Und dann wird mit jedem Moment einer progressiven Realisierung, also je realer das Ding wird, wird das Teil leider schlechter. Und am Ende, wenn es ins Kino kommt, dann schaut er sich schon gar nicht mehr an. Weil man sieht die ganzen Flaws. Aber dann hat er eigentlich auch schon die Idee für den nächsten Film und dann ist es ja wieder gut. Und ich glaube, in der Architektur ist es eben eigentlich ganz anders. Ich glaube eigentlich, dieser Begriff, den man im Englischen kennt, wenn man sagt, man hätte ein Gebäude fertiggestellt, dann sagt man ja, the building is completed. Und das klingt so wie irgendwie so eine Art adliges Todesurteil, oder? Es klingt so wie, das war's. Jetzt ist die Sache abgeschlossen. Und ich finde, das ist eigentlich die falsche Metapher. Ich finde eigentlich, wenn wir das mit dem Schicksal oder mit dem Werdegang eines Menschen begreifen, dann ist eigentlich dieser Moment, den wir als Realisierung eines Gebäudes begreifen, eigentlich im Vergleich zum Menschen die Geburt. Alles vorher war die Schwangerschaft. Und dann in dem Moment, wo die Menschen einziehen in das Gebäude, das sind die Momente, wo das Gebäude seine ersten Schritte macht, wo es lernt zu krabbeln und so weiter. Und man weiß, diese ersten 2, 3, 4, 5 Jahre, die sind irgendwie anstrengend und irgendwann wird das immer leichter. Aber dann braucht das Kind ja auch neue Sachen, weil es ist gewachsen. Und irgendwann trennt es sich dann von seinen Eltern und genau das machen Gebäude eigentlich auch. Sie separieren sich, sie emanzipieren sich von ihren Autorinnen und gehen neue Wege, die die Eltern dieses Wesens niemals vorgedacht haben. Und für mich ist eigentlich diese völlig unvorhersehbare Entwicklung eines Gebäudes das Aufregendste von Architektur überhaupt. Deswegen finde ich die meisten Veröffentlichungen zu Architektur, vor allem in Zeitschriften, irgendwie so, ja, zwar wie so Glückwunschkarten für Neugeborene. Aber man würde sich so sehr wünschen, mehr zu erfahren. Und eigentlich wünsche ich mir eine Architekturzeitschrift, die Gebäude erst dann bespricht, wenn sie mindestens 5 Jahre alt sind. In der DB gibt es ja diese sehr schöne Rubrik, ne, die heißt In die Jahre gekommen. Das finde ich ein geniales Format, wo Leute nach 10 oder 20 Jahren zu einem tollen Gebäude hingehen und dann das nochmal testen und dann merken, das war nicht so toll, die Dachentwässerung. Aber okay, sieht gut aus, immer noch. Und dieser Test der Zeit, den machen wir in der Architektur viel zu selten, finde ich. Oder so richtig so festzustellen, wie hat sich das Gebäude eigentlich so in den Resilienzwirren des Alltags irgendwie bewährt und wie hat es geschafft, sich da irgendwie anzupassen an das, was die es geplant haben, nicht vorhersehen konnten. Weil Planung hat wahrscheinlich mehr mit Ahnung zu tun, als mit der Vorwegnahme von Realität. Und insofern ist das sehr schön, dass das Büro Morgan Partner diese Ausstellung für zweierlei Dinge benutzt hat. Zum einen, um seinen eigenen Alterungs- oder sollten wir sagen Zellerneuerungsprozess zu reflektieren und diese Ausstellung als eine Art kreatives Bootcamp für dieses Neudenken des Büros, von Autorenschaften, von Perspektiven, von Strategien, von Programmatiken zu benutzen. Und zum anderen ist die Ausstellung aber eben auch eine Reflexion über das Altern oder über die Erneuerungskapazität der Architektur dieses Büros. Und daher rührt diese Organisation, diese Ausstellung, dass wir eine Auswahl von Projekten sehen und wir sehen sie in zwei verschiedenen Zuständen. Wenn wir auf der Seite sehen, hier, wo Sie stehen, und wir diesen Schriftzug Was war sehen, dann wissen wir, dass alles, was wir von den Projekten sehen, der Ist-Zustand der Gebäude ist. So sind sie gemacht worden, so stehen sie heute da in der Wirklichkeit. Wenn wir auf der rechten Seite stehen und den Schriftzug Was wird sehen, dann sehen wir eine andere Seite dieser Projekte, nämlich ein mögliches Szenario ihrer Zukunft.
Und diese Szenarien haben eben die Architektinnen dieses Büros in einem bürointernen Workshop über mehrere Monate hinweg erarbeitet. Und dort ging es um mehrere Sachen. Da ging es nicht nur darum, was könnten diese Gebäude werden oder wie müssten sie sich anpassen an Verhältnisse, zum Beispiel klimatische Verhältnisse, die sich radikal und drastisch verändern werden, an andere Demografien, an andere Machtverhältnisse dieser Welt, an andere Prioritäten von Menschen, was wichtig ist im Leben. Das war das eine Thema. Das andere Thema war aber auch, wer hat hier eigentlich die Autorität, über diese Zukünfte dieser Projekte zu entscheiden? Da gibt es ja den Meinrad hier, Meinrad Morger, der das Büro gegründet hat, 1988 mit Heinrich Degelow. Dann gibt es die beiden Partner, die es jetzt übernommen haben, Martin Klein und Henning König, die das führen. Und gleichzeitig sind eigentlich alle im Büro aufgegriffen, also aufgerufen worden, einen, wie soll ich sagen, empathischen, ikonoklastischen Akt zu vollziehen. Weil im Prinzip werden ja alle diese Ikonen, und es sind viele Ikonen, die dieses Gebäude gebaut hat, jetzt in einem Akt der kreativen Zerstörung, diesen Begriff gibt es in der Kulturtheorie, zu transformieren. Ich nehme mal an, das hat gerade von Meinrad ganz viel, wie soll ich sagen, Wohlwollen, Lebensweisheit, Tränen gebraucht, wie hier die jüngere Generation, und das sind ja tolle Leute wirklich, das sind mehrere Generationen, die hier zwischen den Autorinnen der einen und der anderen Seite sind, wie jetzt also jemand, der ganz eine andere Geschichte hat und auf die Sache anders schaut und einen anderen Lebensplan hat, jetzt diese Projekte verändert. Das finde ich ganz großartig, dass hier eines der wichtigsten Architekturbüros, und das ist eben auch ein wirklicher legendäre Gestalt der Basel Architektur, Meinrad Morger, auch diese Größe gehabt hat, loszulassen und zu sagen, die Projekte brauchen das auch. Sie brauchen diese Luft zum Atmen und ich muss jetzt auch ein bisschen loslassen. Und finde ich, dafür allein hat Meinrad schon mal einen großen Applaus verdient. Die Idee war einfach, dass durch diesen Prozess das Büro gewissermaßen performativ feststellen kann, wie kann sich denn die Funktionsweise des Büros innerhalb auch weiterentwickeln. Meinrad wird irgendwann mal seinen wohlverdienten Ruhestand antreten. Er arbeitet immer noch wahnsinnig viel und kann das wahrscheinlich auch gar nicht anders. Aber irgendwann wird sich eben die Produktionsweise in diesem Büro auch neu definieren. Und das wären nicht nur die zwei Partner machen, sondern da gibt es Associates und eine ganze Gruppe von insgesamt 50 Architektinnen. Und die Frage ist ja, wie verändert sich die Art, wie wir heute Architektur herstellen? Wie verändert sich eigentlich Autorenschaft? Ist es immer noch so, der Entwurfsarchitekt oder die Entwurfsarchitektin, die so den Lead Design macht? Oder gibt es ein stärker, noch stärker gruppenorientiertes Arbeiten? Also werden wir einfach wirklich das, was man in der Neurologie die Schwarmintelligenz nennt, noch stärker nutzen können? Also das ist gerade ein ganz interessantes Testlager und es geht eben auch darum, ja, wie kann sich dieses Büro weiterentwickeln? Wie elastisch ist diese Identität? Weil der Name bleibt, aber die Architektur wird sich verändern. Es gibt andere Büros, die machen das anders, die ändern den Namen. Dann würde das jetzt Henning und Klein und König heißen, wie auch immer. Also ist die Frage, ist das klüger oder ist es eigentlich interessant, so einen Namen zu behalten und diesem Gebilde die Chance zu geben, sich weiterzuentwickeln? Das ist ein ganz, ganz heikles Thema für ganz viele Architekturbüros, weil ich kenne eigentlich bis jetzt noch keinen Fall, wo ein Architekturbüro es geschafft hat, über die Generation seiner Gründer hinaus sich zu entwickeln und wirklich auch dieses Niveau zu halten. Und das war wahrscheinlich immer deswegen so, weil versucht wurde, diese Ursprungsidee, also so diese Identität des Beginns, möglichst zu konservieren.
Aber wenn man, ich glaube, Louis Kahn hat mal gesagt, dass das Denkmalpflege zum Beispiel nicht bedeuten würde, die Asche zu konservieren, sondern das Feuer am Laufen zu halten. Das finde ich eine sehr schöne Formulierung. Und in diesem Fall geht es dann eben auch darum, wie hält man das Feuer am Leben? Und dabei wird sich das vielleicht auch verändern, weil Flammen ja auch nie gleich bleiben. Vielleicht kurz zum Abschluss eine kurze Bedienungsanleitung. Für die Ausstellung, für das Verständnis der Ausstellung ist dieses kleine Büchlein unerhört wichtig, weil das gibt den ganzen Background, den man braucht, um zu verstehen, worum geht es hier eigentlich. Also, wir sehen das ja, wenn man hier mal vor einer Stele steht, dann gibt es hier unten eine Nummer, das ist hier zum Beispiel die 81. Dann gehe ich hier in mein Büchlein auf die Seite mit, und zwar auf eine weiße Seite mit weißem Hintergrund. Und dann sehe ich, okay, das ist der Messeturm in Basel. Sehr interessant. Und jetzt blätter ich um. Das ist wirklich interessant. Und auf der Folgeseite gibt es einen leicht veränderten Hintergrund, der ist ganz zart blau. Und da gibt es eben die Version des Projektes, die wir auf dieser Seite sehen. Auf beiden Seiten, und das Projekt heißt dann nicht mehr Messeturm Basel, sondern Public Tower Basel. Und das hat dann nicht mehr die Nummer 81, sondern die 81 plus. Auf beiden Seiten stehen jeweils kurze Beschreibungen, die es einem erlauben, grundsätzlich zu verstehen, worum ging es damals beim Messeturm Basel, worum geht es hier bei dem Public Tower für in einem gedachten zukünftigen Zeitraum. So funktioniert die ganze Ausstellung. Und um das so zu machen, haben wir uns etwas ganz Kostbares geliehen, nämlich aus meiner Sicht als Ausstellungsmacher vielleicht das schönste Ausstellungsdispositiv, das ich kenne. Das ist eine Erfindung von Lina Bobardi für ihr Kunstmuseum in Sao Paulo. Dort hat sie diese wunderschönen Stelen eigentlich so erfunden. Eine Plexiglasstele, die in einem Betonfuß eingesteckt war und mit ich glaube Holz so richtig verkeilt. Und auf diese Weise konnte man in diesem riesigen Raum, der kaum Wände hatte, weil er sehr transparent war, ganz viel Hängefläche erzeugen. Weil die meisten Kuratorinnen hassen ja transparente Ausstellungsgebäude, vor allem aus diesem Grund, weil es keine Hängefläche gibt. Dafür gibt es eine Lösung, hat dann Lina Bobardi gemeint und sagt, hier, ganz viele Hängefläche. Und es gibt dieses sehr, sehr schöne Foto, wo man ein Porträt eines Mädchens sieht in einem Gemälde, das hängt so an der Stele. Das Foto ist von hier gemacht. Und darunter, genau wie das jetzt ist, genau, sehe ich den unteren Teil des Körpers einer Frau. Und die beiden haben sich wunderbar ergänzt. Das Porträt des Mädchens oben mit dem Körper einer real dahinterstehenden Betrachterin. Gibt es ein sehr schönes Foto. Und so ist das eigentlich gedacht hier, dass wir Lina Bobardi eine Hommage geben wollen. Lina Bobardi ist im letzten Jahr, glaube ich, auf der Biennale von Venedig posthum mit ihrem Lifetime Achievement Award ausgezeichnet worden. Wir sind uns bestimmt alle einig, das ist eine der wichtigsten Architektinnen des 20. Jahrhunderts gewesen. Und ja, als Referenz an die Vergangenheit, an der wir weiterarbeiten wollten, steht eben auch dieses Dispositiv hier, was ganz anders materialisiert worden ist, mit diesen Betonplatten, die sehr pragmatisch zusammengehalten werden, weil die Idee ist, dass diese Ausstellung auch wandern können soll und das reißt leichter als so ein schwerer Betonblock. Und natürlich ist auch der ganze Raum, in dem wir hier stehen, auch als ein Medium für die Artikulation dieser Idee, wie Architektur sich verändern kann, benutzt worden. Und jetzt ist natürlich der Spiegel eigentlich die wunderschönste architektonische Geheimwaffe zur Verdopplung und Vervielfachung der Möglichkeiten von Architektur, von der wir hoffen, dass sie auch in den Projekten hier aufscheinen. Vielen Dank.
Also eben, ich glaube, von unserer Seite wollen wir inhaltlich unseren Vorrednern gar nichts mehr weiter zufügen. Ist, glaube ich, ausführlich erklärt worden, die Idee der Ausstellung, das Konzept. Und wir danken eigentlich nur, das ist unser Job. Und ich fange an, so ein bisschen chronologisch, eigentlich vielleicht an Ulrich. Danke, dass du uns angerufen hast. Das war irgendwann vor einem Jahr, schätze ich mal ungefähr, oder schon mehr als ein Jahr wahrscheinlich, hast du einen Meinrad angerufen, hast gefragt, ob wir Lust hätten, nochmal ein drittes Mal herkommen zu wollen. Das war der Auslöser von der ganzen Ausstellung, also vielen Dank dafür. Dann eben dem Andreas Rubi, der jetzt eben gerade eben die schönen Worte verfasst hat. Ich glaube, ohne den Andreas wäre die Ausstellung in der Form, wie wir sie heute hier sehen, nicht entstanden. Das ist, glaube ich, eindeutig. Wir haben angefangen, zu dritt zu überlegen, was wir machen wollen. Und ich glaube, wir werden auf dieses Ausstellungskonzept in der Form, dieses sehr inhaltlich geprägte Ausstellungskonzept, wären wir, glaube ich, nicht gekommen ohne Andreas. Also auch vielen, vielen Dank, Andreas, für deine Beihilfe als Kurator bei uns und die Unterstützung. Und dann, ich glaube, dann die Marion, eben ist vom Ulrich auch schon erwähnt worden. Vielen Dank für die ganze Organisation, das Management. Die Marion war auch bei der letzten Ausstellung schon da und war verantwortlich für die Ausstellung, also vor 9 Jahren. Also von dem her wirklich toll, dass wir jetzt eigentlich das zweite Mal zusammen die Ausstellung organisiert haben. Dann gebe ich weiter. Du darfst. Ja, ich mache weiter mit der Danksagung. Ich darf das abziehen. Nur du. Nur zum Reden, du musst ja aufziehen. Jordan, du bist auch schon erwähnt worden, du hast natürlich auch einen großen Anteil an dem Gelingen dieser Ausstellung. Gleichwohl auch die Fabienne und die Laura, die uns hoffentlich online verfolgen. Und natürlich unsere ganze Belegschaft, die das überhaupt erst ermöglicht hat, die Auseinandersetzung. Es ist für uns, und ich glaube, das ist deutlich geworden, auch in den Worten von Andreas, natürlich ein spezieller Prozess. Wir haben von Alterung und von Verjüngung gehört. Wer altert und jünger wird, kann sich jeder selber überlegen. Und das ist natürlich eine Inspiration für uns. Ich glaube, man kann es fast jedem Büro empfehlen, die in so einem Prozess stecken, das mal zu durchlaufen, ob man da draußen jetzt eine Ausstellung macht oder nicht, muss jeder für sich selber am Ende entscheiden. Aber es ist was angestoßen worden, was uns, glaube ich, in der Zukunft auch weitere Inspirationen bringen wird. Es ist vielleicht nicht jedes Projekt ganz ernst gemeint, es ist manches auch mit dem Augenzwinkern, aber es ist doch eine Auseinandersetzung mit Architektur und Gesellschaft, die man vielleicht ohne diese Ausstellung, und da komme ich wieder zurück zum Ulrich, so nicht begonnen hätte. Man hätte andere Wege gefunden, logischerweise, aber das ist eigentlich, deshalb stehen wir heute hier. In diesem Sinne wünschen wir viel Freude mit der Ausstellung und hoffen auf viele Besucher und viel Spaß heute Abend. Es geht Glühwein. Ja.